wir das Ganze noch einmal, bevor ich mich hier in Wolf rede. Also, ich begrüße alle Zuschauenden an den Geräten zu Hause. Schön, dass ihr alle da seid. Wir haben heute die mittlerweile schon dritte Veranstaltung, nachdem wir über die Geschichte des Sozialismus gesprochen haben und über Zero Covid im Rahmen unserer neuen Reihe des Landesverbandes Aufbruch Die Linke Schleswig-Holstein online. Wie wir alle wissen, ist die Bundestagswahl nicht mehr fern. Am 26. September wird der 20. Deutsche Bundestag gewählt. Und die Linke hat sich nicht nur eine neue Führung gewählt und einen neuen Bundesvorstand, in dem unser Genosse Göster ja auch neuerdings Mitglied ist, auf dem letzten Bundesparteitag gewählt worden ist, dazu nochmal herzlichen Glückwunsch, sondern wir sind auch auf dem Weg, ein Programm zu entwerfen. Der erste Entwurf wurde bereits vorgestellt und in diesem Entwurf taucht ein Begriff auf, der ein sehr zentraler und ein sehr wichtiger Begriff in diesem Programm ist, der bisweilen aber noch für Nachfragen sorgt. Wir wollen heute über diesen Begriff sprechen und zwar geht es um den Begriff der Klimagerechtigkeit und entsprechend heißt die Veranstaltung denn heute auch Klimagerechtigkeit, was ist es eigentlich? Wir wollen darüber sprechen, was man unter diesem Begriff versteht, welche Konzepte die Linke zur Klimagerechtigkeit hat und dazu habe ich mir drei Köpfe der Klimabewegung und der Klimapolitik unserer Partei eingeladen, die ich jetzt einfach mal der Reihe nach vorstellen möchte. Wir fangen einfach mal an und als erstes würde ich zunächst mal Maximilian Reimers das Wort geben. Maximilian, stell dich mal bitte kurz vor. Ja, mein Name ist Maximilian Reimers, ich bin 21 Jahre alt. Zum Tag der Europawahl 2019 werde ich 22, also am 26.05. Das ist nicht mehr so weit hin, aber momentan noch 21. Ich vertrete die Linke im Kreistag Rendsburg-Eckernförde als Fraktionsvorsitzender einer schnuckligen Zwei-Köpfe-Fraktion und bin seit 2 Jahren eigentlich seit Beginn bei Fridays for Future dabei, angefangen mit Demos in Kiel, dann Ortsgruppenaufbau in Rendsburg und dann vor allem Fokus auf bundesweiter Bündnispolitik und also Bündnisarbeit und bin da vor allem mit einem sozialökologischen Bündnis zurzeit in Arbeit mit Gewerkschaften und Sozialverbänden und das vielleicht zu meiner Person. Gut, vielen Dank. Schön, dass du da bist, Maximilian. Als nächstes begrüße ich Sophie Bachmann. Auch Sophie sollten wir gratulieren, denn Sophie ist in der letzten Woche frisch gewählt zur Direktkandidatin im Wahlkreis 11 in Lübeck mit 96,7%, wenn ich das richtig noch im Kopf habe. Also einem traumhaften Ergebnis. Liebe Sophie, stell du dich doch mal bitte kurz vor. Ja, moin ihr Lieben, die ihr alle da seid. Hallo, mein Name ist Sophie Bachmann, ich bin 33 Jahre alt, von Beruf Psychologin und jetzt habe ich das große Glück, dass ich kandidieren darf hier in Lübeck für die nächste Bundestagswahl. Ja, ich beschäftige mich sonst neben meiner psychologischen Tätigkeit hier bei einem großen Anbieter für Sozialpsychiatrie in Lübeck, beschäftige ich mich noch mit dem Thema Foodsharing. Das heißt, wir haben hier einen Aktivisten Richtung FFF und ich bin aktiv in einer anderen Bewegung und das ist Foodsharing. Das heißt, da beschäftige ich mich mit dem Thema Lebensmittelverschwendung, was auch eines der Themen ist, die grundsätzlich ja auch klimarelevant sind. Das Thema Ernährung, Landwirtschaft passt da ja auch sehr gut rein. Und das ist noch eins so meiner Leidenschaften, meiner leidenschaftlichsten Themen. Ja, soweit erstmal. Ja, vielen Dank, Sophie. Dann kommen wir zum Dritten im Bunde, den man vielleicht nicht mehr so oft vorstellen muss, aber dennoch soll er das jetzt noch einmal tun. Unser Bundestagsabgeordneter Lorenz Göster-Beutin, auch ihm kann ich gratulieren, denn auch Göster ist als Direktkandidierender in unserer schönen Landeshauptstadt Kiel gewählt mit 86,8%. Ich weiß nicht mehr auf das Komma genau, aber auch hier nochmal herzlichen Glückwunsch und jetzt darfst du dich vorstellen. Ja, danke Sebastian und moin und schönen guten Abend. Mein Name ist Lorenz Göster-Beutin, ich bin Klima- und energiepolitischer Sprecher der Linken im Bundestag. Ich war einige Jahre lang Landessprecher der Linken, auch hier in Schleswig-Holstein, bis ich dann 2017 in den Bundestag gewählt worden bin. Dort hatte ich mir die Aufgabe gesetzt und möchte es gerne fortsetzen, das Thema Klimaschutz, Klimagerechtigkeit innerhalb der Fraktionen zu stärken und eben auch nach außen deutlich zu machen, dass die Linke eine sehr eigene, sehr klare Position in der Klimapolitik hat. Und ich bin sehr stolz darauf, dass eines unserer wichtigsten und größten Projekte der Aktionsplan Klimagerechtigkeit, wo wir aufzeigen, welche Antworten wir als Linke eben haben auf die Klimakrise, dass wir das gemeinsam einstimmig in der Bundestagsfraktion verabschiedet haben und dass das ein wesentlicher Pfeiler sozusagen unserer Klimapolitik insgesamt ist. Und da werden wir sicher an der einen oder anderen Stelle auch noch drauf zu sprechen kommen.
Okay, vielen Dank auch dir, Göster. In der Einleitung hatte ich ja schon mal gesagt, wir wollen uns heute dem Thema Klimagerechtigkeit widmen. Das ist in euren Vorstellungen ja auch schon ein bisschen angeklungen, welche Bezüge ihr dazu habt persönlich. Deshalb ist meine Eingangsfrage zunächst auch mal, wir wollen als Linke natürlich irgendwie nicht nur mit abstrakten Begriffen arbeiten, sondern wir wollen ganz konkret auch aufzeigen, was Klimagerechtigkeit an Lebenswirklichkeit bedeutet. Deswegen ist meine erste Frage, die ich jetzt jedem Einzelnen von euch einmal stellen möchte, ist, was verstehst du denn persönlich unter dem Begriff Klimagerechtigkeit in kurzen Worten? Wo ist in deinem Alltag der Begriff Klimagerechtigkeit berührt? Und beginnen würden wir mit Sophie. Naja, im Alltag. Also ich erzähle jetzt einfach das, was ich darunter verstehe, was es für mich bedeutet, was es für mich ist und wie ich es mit Fakten auch füllen kann, für mich. Also mir geht es darum, dass dieser Begriff Klimagerechtigkeit für mich das logische Zusammenfügen der Klimafrage mit Fragen von sozialer Gerechtigkeit ist. Also für mich gibt es nicht auf der einen Seite ökologische Umweltprobleme und auf der anderen Seite soziale Probleme, sondern ich glaube, Umweltprobleme sind immer soziale Probleme, weil sie ja Themen berühren, die zum Beispiel Macht, Reichtum, wem gehört was, Verteilung und all diese Elemente sind einfach soziale Probleme und deswegen glaube ich, dass man diese beiden Elemente nur zusammendenken kann. Das heißt, wenn Klimagerechtigkeit gefordert wird, wird ja eigentlich eine sozial- und ökologische Wende gefordert und diese beiden Aspekte verbinden sich für mich in Klimagerechtigkeit. Ganz, ganz faktisch und tatsächlich zu erklären, ist es eigentlich nur, wenn wir es uns auf der globalen Ebene angucken. Klimagerechtigkeit im Sinne von, wie schaffen wir es eigentlich in unserer globalisierten Welt tatsächlich, das dem Klima gerecht zu begegnen und vor allen Dingen dem Klimawandel gerecht zu begegnen. Und da müsste man aber eigentlich erstmal über Klimaungerechtigkeit sprechen, weil ich finde, das, was wir gerade haben, das Thema, um was es gerade geht, ist, wir als Industrienation Deutschland, aber überhaupt alle Industrienationen, die Nationen des globalen Nordens, produzieren den Großteil der Treibhausemissionen. Und diejenigen, die aber tatsächlich darunter leiden und die spüren und merken, den Klimawandel wirklich erleben, das sind wir nicht. Das sind nicht diejenigen, die diese ganzen Treibhausemissionen rauspusten, sondern es sind die, die tatsächlich dort wohnen, wo der Meeresspiegel steigt oder dort, wo extreme Wetterlagen viel, viel bedeutsamer sind als hier bei uns in Deutschland. Und das ist ungerecht. Und da ist auf jeden Fall ein Ansatzpunkt, bei dem ich sagen würde, über den muss man sprechen. Das ist aber ein globaler Ansatzpunkt. Dann möchte ich auf ein etwas ganz, ganz akutes, eine ganz akute Situation noch hinweisen, nämlich, dass Klimagerechtigkeit auch einen Zusammenhang, dass es auch einen Zusammenhang gibt zur Generationengerechtigkeit. Wir haben gestern ein Urteil vom Bundesverfassungsgericht verfolgen dürfen, bei dem das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, na, dass die Bundesregierung aber jetzt nur die Klimaziele bis 2030 festlegt. Das ist einfach ungerecht. Das ist für die nachfolgende Generation ungerecht. Und es greift tatsächlich in die Freiheit. Und ich finde es ganz wichtig, dass wir hier sagen, es geht um die Freiheit der nachfolgenden Generation ein. Und da sehen wir auch, dieser Begriff Freiheit, der ist auch ganz eng verknüpft mit dem Begriff Gerechtigkeit. Und ich freue mich, wenn wir gerade über dieses Urteil heute nochmal sprechen, weil das finde ich ganz spannend in dieser ganzen Debatte. Und das jetzt erstmal nur zwei Ansätze, bei denen ich finde, dass sie auf jeden Fall ganz eng verknüpft sind mit dem Thema. Und das mir am wichtigsten ist, das habe ich am Anfang schon gesagt, diese Verknüpfung von Umwelt und Sozialem. Das findet sich in Klimagerechtigkeit für mich persönlich wieder. Ja, vielen Dank, Sophie. Da war jetzt schon eine ganze Menge drin, über das wir heute noch sprechen werden, selbstverständlich. Als nächstes würde ich jetzt Göster fragen, was bedeutet für dich Klimagerechtigkeit ganz konkret und persönlich? Ganz konkret und persönlich bedeutet das, es ist Kern meiner Arbeit und meiner gesamten Tätigkeit der letzten Jahre. Das bedeutet für mich, konkrete Antworten zu geben. Und zwar haben wir gerade unterschiedliche Krisen, die miteinander zu tun haben. Wir haben die Krise der sozialen Gerechtigkeit, die soziale Spaltung, die immer weiter wächst. Das haben wir gerade durch die Corona-Krise nochmal erleben dürfen, dass die absurden Einkommen, die Einkommen der Reichsten der Welt sozusagen nochmal absurd weiter gestiegen sind, während die kleinen und mittleren Einkommen sinken, während die Ärmsten und die Schwächsten unserer Gesellschaft am meisten unter der Corona-Krise und
eben an den Folgen auch von Covid-19 leiden. Und auf der anderen Seite haben wir es zu tun mit einer Klimakrise, wo diese deutsche Bundesregierung es nicht für notwendig erachtet hat, bei Milliardenhilfen für TUI oder für die Lufthansa dafür zu sorgen, dass, wie wir das als Linke ja auch gefordert haben, das zu knüpfen an soziale Maßstäbe und ökologische Maßstäbe. Das heißt zum einen zu sagen, wir wollen, dass ihr euch an Tarifverträge haltet, dass ihr keine Mitarbeiterinnen rausschmeißt auf der einen Seite. Und zum anderen wollen wir, dass ihr selbstverständlich etwas tut, damit ihr mehr zu Klimaschutz beitragt. Und wir haben das Gegenteil erlebt. Hier bei uns in Kiel liegen die großen Kreuzfahrtschiffe von TUI. Da war es nicht möglich, die hier in Kiel sozusagen so durchzutesten vor einigen Monaten. Was hat TUI dann gemacht? TUI hat die Urlauber im Flugzeug auf die Inseln geschickt. Ich weiß nicht, ob das Malediven waren oder so. Und ist dann mit den Kreuzfahrtschiffen hinterher gefahren. Und da kann man diese gesamte Perversität deutlich machen. Und wir sagen halt, es geht nur, dass wir die beiden Krisen miteinander gleichzeitig bekämpfen. Das heißt, dass wir dafür sorgen, dass unsere Lebensgrundlagen erhalten werden, dass die Arten nicht weiter aussterben und dass die Erderhitzung nicht weiter vorangetrieben wird und dass das Ganze sozial gerecht wird. Denn nur wenn das sozial gerecht wird, wird es auch Akzeptanz in der Gesellschaft finden. Und das ist das zentrale Thema der Linken, soziale Gerechtigkeit und Ökologie miteinander zu verbinden. Und das, kurz und gut, Sophie hat es gesagt, heißt eben Klimagerechtigkeit. Okay, dann last but not least erstmal zum Abschluss dieses Einstieges. Maximilian, auch an dich die Frage, was verstehst du persönlich und ganz konkret unter dem Begriff Klimagerechtigkeit? Ich würde auch anfangen mit dem Ansatz, den Sophie genommen hat, zu sagen, erstmal müssten wir verstehen, warum unsere Welt momentan klimaungerecht ist. So, das ist ja auch so ein waberndes Wort. Da ist unbedingt wichtig, dass wir sehen, der globale Norden, die sogenannten Industrieländer, man könnte sagen, diejenigen, die vom Imperialismus profitieren, vom Kolonialismus profitieren, das sind diejenigen, die Firmen mit den meisten CO2-Emissionen haben. Das sind ja 100 Firmen, die 70% der CO2-Emissionen stellen auf der Welt. Und da sieht man einfach jetzt schon, und nicht nur jetzt schon, das ist auch ein bisschen vielleicht sogar eurozentristisch gedacht. Das heißt, wir gucken aus Europa raus und sagen, oh, sag mal, da in anderen Ländern, da geht es ja gerade rund. Das ist aber schon seit Jahrzehnten so. Das heißt, seit Jahrzehnten ist wegen unserer Produktionsweise in unserem Land und in verschiedenen Ländern des globalen Nordens können da Böden nicht mehr richtig benutzt werden, trocknen Wasservorräte aus. Das führt natürlich dazu, dass Menschen vertrieben werden aus ihrer Heimat, weil da einfach Leben nicht mehr möglich ist. Was man dann sehen muss, das ist sozusagen Foreshadowing. Das kennt man aus Serien, aus Filmen, aber das ist ein Foreshadowing, das genauso auch bei uns eintreffen wird. Also wir werden genau so unsere Wasservorräte werden dahin schmelzen. Schmelzen, falsches Wort ein bisschen an der Stelle, aber unsere Wasservorräte werden genauso vertrocknen, wie es momentan im sogenannten globalen Süden passiert. Wir werden steigende Meeresspiegel haben, die aus momentan befestigten Regionen Strände machen werden. Es wird schwer sein, wenn Menschen zum Beispiel vertrieben wurden, dass man, wenn man nicht sagt, wir nehmen die auf, wir haben eine solidarische Haltung dazu. Es wird schwierig sein, mit den Ressourcen, die dann übrig bleiben, einen sozialen Frieden sozusagen herzustellen. Und ich glaube aber, also um das dann auf den Gerechtigkeitsaspekt zu bringen, so jetzt ist irgendwie klar, wir haben eine Produktionsweise im globalen Norden bei sehr großen Konzernen, die einfach Ungerechtigkeiten auslösen, globale Ungerechtigkeiten. Was bedeutet dann Klimagerechtigkeit? Nach meinem Empfinden bedeutet das, dass wir feststellen, dass die meisten Leute nicht mitbekommen, dass sie mit ihrem Handeln, mit der Art, in der wir zurzeit leben, das Klima zerstören. Das bedeutet, der Bauer, der sein Land betreibt, wie es der Markt ihm vorgibt, weil er anders nichts verdienen kann,
weiß nicht, dass er damit dafür sorgt oder kann ja auch nicht großartig was ändern dagegen, dass er dafür sorgt, um seine Massentierhaltung zu finanzieren, dass in Brasilien der Regenwald abgeholzt werden muss, um dort Soja anzubauen, um das dann an Tiere zu verfüttern. Das heißt, nach meinem Empfinden ist es wichtig, dass wir verstehen, wir spielen nicht gegen diejenigen, die in diesem System sozusagen aufgewachsen sind, sondern wir sollten mit denen zusammenspielen und sagen, okay, wie können wir eigentlich dieses Ziel des Klimas, das ja auch für dich wichtig ist, die Bäuerinnen und Bauern bekommen ja auch jetzt schon mit zum Beispiel, dass sie schlechtere Ernten einfahren wegen Dürresommer und so weiter und so fort. Das heißt, mit denen zusammenzuarbeiten, sei es mit Bäuerinnen und Bäuern im Krankenhaus, diejenigen, die dann Hitzetote und Hitzewellen auffedern müssten, mit Gewerkschaften vor allem zu sprechen und zu sagen, liebe Leute, ihr seid nicht schuld an der Art und Weise, wie wir produzieren, wie wir unsere Systeme gestalten. Ihr seid nicht dafür verantwortlich, dass die Generationen, die nach uns kommen, ein schwieriges bis nicht mögliches Leben haben. Aber wir müssen jetzt daran arbeiten, wie das zusammengeht. Und jetzt lass uns doch mal zusammensetzen und wirklich von auch unten überlegen, in was für einer Art Welt möchten wir eigentlich leben? Möchten wir in einer Welt leben, in der wir unsere Umwelt nicht wertschätzen, in der wir nicht wertschätzen, in welcher Gemeinschaft wir sind und was für einen Einfluss wir aufeinander haben? Oder möchten wir in einer Gesellschaft leben, die sich gegenseitig stärkt und Kreisläufe sozusagen schafft? Das heißt, ja, aber vielleicht kann ich dazu später noch mehr sagen. Aber das ist sozusagen meine Definition von Klimagerechtigkeit, wirklich mit den Menschen in ehrlichen Dialog zu treten und zu sagen, wir müssen unsere Systeme verändern, nicht gegen dich, nicht gegen uns, sondern mit uns. Gut, vielen Dank erstmal für diesen ersten Aufschlag. Einmal noch als Hinweis an die Zuschauer, da schon die ein oder andere Frage eingetrudelt ist. Wir werden ungefähr zur Hälfte einen Frageblock machen, wo ich die Fragen dann auch vortrage und dann die Gäste diese Fragen auch beantworten werden. Wir werden aber erstmal ein bisschen sammeln und wollen erstmal noch ein bisschen ins Thema einsteigen. Und dann nachher gibt es eine extra Fragerunde, wo diese Fragen dann auch ihre Beantwortung finden werden. Also danke erstmal für diesen Aufschlag. Jetzt ist bei euch in den verschiedenen Beiträgen schon angeklungen, dass Klimagerechtigkeit in vielen verschiedenen Dimensionen spielt. Also sowohl in vielen verschiedenen räumlichen Dimensionen, als auch in vielen verschiedenen persönlichen Dimensionen. Ich hatte ja eingangs schon mal gesagt, dass wir euch auch eingeladen haben, weil ihr alle verschiedene Aspekte des Klimathemas und des aktiven Gestaltens von Klimapolitik auch agiert. Ich würde hier mal beginnen mit Göster. Du bist nun Bundestagsabgeordneter und kannst uns etwas sagen, was bedeutet denn der Begriff Klimagerechtigkeit aus Sicht der Bundespolitik? Welche Themen sind dort wichtig und wie wird auf der bundespolitischen Ebene dieser Begriff diskutiert? Also letztlich umfasst und bewegt sich dieses Thema in allen Bereichen, sei es, ob man um feministische Politik sich kümmert, ob man sich um Finanzpolitik kümmert. Und im Groben kann man da eigentlich unterschiedliche Bereiche identifizieren. Ein ganz zentraler Bereich ist natürlich die Frage der Energiewende. Das heißt, wie wir umstellen von fossilen Energien, also Atomkraft, Kohle und Gas, hin zu erneuerbaren Energien. Und da ist eben die Frage, wem gehört diese Energiewende? Ist es eine Energiewende der großen Konzerne oder ist es eine Energiewende der Menschen? Das heißt, von Bürgerinnenenergie, von Genossenschaften, von Kommunen und Stadtwerken. Und das ist eine ganz entscheidende Frage der Klimagerechtigkeit deshalb, weil wir erlebt haben, was es bedeutet, wenn fossile Energien eben zentral erzeugt werden, dann hat es auch etwas mit Machtstrukturen zu tun. Und wenn das Ganze dezentral erzeugt wird, wenn es den Menschen das gehört, dann gibt es auch eine viel größere Identifikation. Und wir sehen das bei uns in Schleswig-Holstein sehr deutlich. Dort ist es so, dass dort, wo eben den Menschen die Windkraftanlagen und die Solaranlagen gehören, und du redest dann mit den Leuten, bist da vor Ort und hörst dich im Ort um, dann sagen, nee, warum soll ich denn ein Problem haben mit der Windkraftanlage da bei uns vom Dorf? Mit den Beiträgen wird doch unser Schwimmbad mitfinanziert oder mit den Beiträgen werden doch die Radwege bei uns ausgebaut oder etwas Ähnliches. Das heißt, es ist eine ganz zentrale Frage der Gerechtigkeit. Ein zweiter Punkt, wo man das gut deutlich machen kann, ist der Verkehrsbereich. Das heißt,
wer leidet am meisten gerade unter in den Städten unter Abgasen, unter Feinstaub? Das sind die Menschen, die in der Regel kein Auto haben, aber dann an den großen Ausfallstraßen wohnen, weil dort das Wohnen sozusagen günstiger ist, wo dann die Leute mit ihren fetten SUVs durchheizen, die aber vielleicht dann in Vororten in verkehrsberuhigten Zonen wohnen. Und deswegen ist es eine ganz, ganz große Frage der Gerechtigkeit. Wie strukturieren wir unsere Städte um? Wie machen wir unsere Städte lebenswerter und gesünder? Wie bereiten wir sie auf Hitzewellen vor? Und genauso aber die Frage, wie schaffen wir es, die ländlichen Regionen an den öffentlichen Nahverkehr anzubinden? Wie reaktivieren wir Strecken und so weiter und so fort? Dritter Punkt, den ich noch erwähnen will, ist vielleicht auch der Wohnbereich. Eine ganz entscheidende Frage. Dort haben wir die Diskussion um die Mietendecke, um bundesweiten Mietendecke erlebt, weil eben die Kosten fürs Wohnen immer weiter steigen und energetische Sanierungen, also das heißt, dass man halt Wohnungen klimagerecht macht und mehr Klimaschutz im Wohnbereich macht, werden häufig dafür genutzt, dass man Leute rausschmeißt, aus den Wohnungen verdrängt, die Mietpreise anhebt. Und dem wollen wir als Linke einen Riegel vorschieben. Wir wollen, dass bezahlbares Wohnen und Klimaschutz zusammengehören, weil auch so schaffst du Akzeptanz für Klimaschutz. Und last but not least, im Agrarbereich ist es auch das Gleiche. Da geht es um Fragen der Gesundheit, da geht es um Fragen des Tierwohls, da geht es um gute Bezahlung auch für Landwirten beispielsweise. Auch das ist ein wichtiges Thema, dass die Produkte, die produziert werden, gut bezahlt werden, nachhaltig produziert werden. Das heißt, wenn du in diese Politikbereiche, 4 Bereiche habe ich jetzt so beispielhaft genannt, reinschaust, kannst du überall definieren, wo ist da der Gerechtigkeitsaspekt? Wo können wir da als soziale Partei, als linke Partei ansetzen und unsere Konzepte einbringen? Und es ist eben ein zentraler Unterschied, ob ich das mache wie die FDP, die sagt, der Markt regelt das schon einfach, weil dann bedeutet, dass einfach ungeregelt Arbeitsplätze wegfallen, dass sich die Stärkeren durchsetzen. Oder ob man so macht wie die Linke, die sagt, wir wollen, dass das sozial gerecht passiert. Und dann brauchen wir auch Gesetze, die für alle gelten. Dann brauchen wir gute Arbeitsplätze und dann brauchen wir einen Staat, der dann auch aktiv eingreift und sich engagiert. Okay, danke, Göster. Sophie, du bist Mitglied der Bürgerschaftsfraktion der Lübecker Linken, bist dort, glaube ich, sozialpolitische Sprecherin, wenn ich das so richtig sehe, also auch da mit dem Gerechtigkeitsthema betraut. Was bedeutet Klimagerechtigkeit für dich aus Sicht der Kommunalpolitik? Wo sind in der Kommune wichtige Themen, die sich vielleicht sogar auch ein bisschen mit dem überschneiden, was Göster gerade aus dem Bund berichtet hat? Ja, genau. Na, wir haben ja in dieser ganzen Klimagerechtigkeitsdebatte haben wir ja die Sektoren, in denen eben Emissionen passieren. Das sind Energie, Verkehr, Industrie, Gebäude, aber eben auch Ernährung und Landwirtschaft. Und natürlich haben wir alle diese Themen, sehen wir alle diese Themen auch auf kommunaler Ebene. Zum einen also den ganzen Verkehr. Göster hat es jetzt gerade schon gesagt. Wir sind die unter den Abgasen leiden. Das sind ganz oft nicht die dann tatsächlich dazu, die sie tatsächlich einatmen müssen. Und da finde ich zum Beispiel jetzt auf kommunaler Ebene ganz wichtig, darüber nachzudenken, wie kann man eben einen ÖPNV attraktiver gestalten, dass tatsächlich die Taktung erhöht wird, aber auch, dass die Preise sozial gerecht sind. Und da verbindet sich natürlich jetzt auch schon wieder die Umweltdebatte mit dem, wie kann eine Preisgestaltung im ÖPNV eigentlich sozial gerecht aussehen. Das finde ich total spannend, wie das jetzt hier gerade in Lübeck diskutiert wird, weil hier gab es gerade ein Gutachten, was tatsächlich schauen sollte, okay, wie können wir denn die Preisgestaltung sozial gerecht machen und was gibt es denn für verschiedene Ansätze? Und jetzt wurde zum Beispiel entschieden, oder da, so wird es wahrscheinlich sein, dass die höchste Preisstufe abgeschafft wird. Und jetzt, da finde ich, kann man an diesem Beispiel ganz plakativ sehen, es gibt ganz viele verschiedene Auffassungen von Gerechtigkeit. Und tatsächlich dann am Ende zu entscheiden, was ist tatsächlich das Gerechteste von allem, das ist ganz, ganz schwer. Jetzt könnte die Entscheidung getroffen werden, die höchste Preisstufe abzuschaffen. Aber die höchste Preisstufe gibt es natürlich nur in einem Teil vom Streckennetz. So, das heißt, diejenigen, die diese Strecken immer wieder fahren, profitieren sehr. Und es ist jetzt tatsächlich die Strecke nach Travemünde. Aber alle profitieren auch davon, dass sie jetzt nach Travemünde ans Meer fahren können. So, jetzt kann man aber sagen, diejenigen, die aus Travemünde hin und zurück fahren, das sind eher privilegierte Menschen. So,
erstmal ist die Frage, wie viel nutzen diese privilegierteren Menschen dann tatsächlich den ÖPNV? Aber auf der einen Seite wollen wir dann den Menschen, die sowieso schon privilegiert sind, weil sie in diesem schönen Travemünde wohnen, wollen wir ihnen dann wirklich auch noch das Busfahren günstiger machen? So, das heißt, es ist immer die Frage, wie viele Menschen profitieren tatsächlich und profitieren die Richtigen? Und das sind genau die Fragen, die wir uns stellen sollten. Das ist jetzt nur mal ein kleiner Exkurs, Beispiel Verkehr, wo man ganz gut sehen kann, dass es überhaupt nicht einfach ist, Gerechtigkeitsfragen zu beantworten, weil es ganz viele verschiedene Möglichkeiten gibt zu sagen, das ist jetzt gerecht. So. Und ja, zum Beispiel eine Sache, die jetzt in Lübeck auch passiert, was ich wirklich ganz wundervoll finde, ist eine verkehrsberuhigte Innenstadt. Da gibt es jetzt ein Modellprojekt Bäckergrube und das ist tatsächlich auch was zu einer höheren Gerechtigkeit führen kann. Das Modellprojekt lief auch ganz gut und wird sowohl weiter ausgeführt und das finde ich ist in allen Städten jetzt zu sehen, dass wirklich viele Städte darauf setzen, Innenstädte verkehrsberuhigt zu gestalten. Das zum Thema Verkehr. Dann natürlich, Gösse hat es angesprochen, Gebäudesanierung ist ein wichtiges Thema auf kommunaler Ebene. Da aber tatsächlich auch zu schauen, dass wenn Gebäude saniert werden, dass sie dann eben die Kosten für diese Sanierung nicht einfach abgewälzt werden auf die Personen, die dann in den Wohnungen wohnen und vielleicht sich dann das Wohnen gar nicht mehr leisten können. Da haben wir in Lübeck die tatsächlich angestoßen, dass auch da Beratung stattfindet. Und die Idee müsste ja eigentlich sein, zu schauen, nicht, dass die Kosten umgelegt werden, sondern dass das, was tatsächlich an Effekt hinten bei rauskommt, dass das dann auch gerechterweise bei den Menschen ankommt, die in diesen Wohnungen wohnen. Das wäre auch wieder eine Forderung, die man machen könnte zum Thema Gerechtigkeit. Ja, dann geht es natürlich darum, Photovoltaik, öffentliche Gebäude, auf öffentliche Gebäude zu installieren, also alles, was mit tatsächlich an dem Energiesektor zu tun hat. Und da möchte ich anknüpfen an eine Frage, die jetzt auch schon kam, nämlich zu Dezentralisierung. Und da geht es natürlich auch im Energiesektor darum, tatsächlich Projekte zu fördern, die Energiegewinnung dezentralisieren. Und da geht es, finde ich, vor allen Dingen darum, Projekte zu fördern, wo Stromerzeugung genossenschaftlich organisiert wird. Das ist auch ein Thema, was die Linke unterstützt und was ich ganz, ganz wichtig finde, dass wir da auch dranbleiben und schauen. Und da gibt es zum Beispiel in Lübeck ein tolles Beispiel in Kromesse. Und solche Projekte müssen unterstützt werden und da muss tatsächlich auch Geld reingesteckt werden und damit tatsächlich dann solche Beispiele als Leuchtturmprojekte gesehen werden und andere können sich ein Beispiel nehmen und dass das dann immer weiter verteilt wird. Gut, dann geht es natürlich in Lübeck auch irgendwie um Tourismus auch, aber das jetzt nur am Rande. Da wünschen wir uns natürlich, dass der schonend und umweltgerecht dann auch abläuft. Also das sind jetzt nur ein paar Beispiele, die wir hier in Lübeck haben. Auf kommunaler Ebene. Und auch, ich habe jetzt versucht, das so konkret wie möglich zu machen, weil ich es nicht einfach finde, diesen Begriff Gerechtigkeit dann tatsächlich auf die einzelnen Themen, in den einzelnen Themen immer wieder zu finden. Aber das siehst du sehr richtig. Es ist natürlich nicht einfach. Genau deswegen machen wir auch diese Veranstaltung heute hier, weil wir natürlich schauen wollen, über diesen Begriff Klimagerechtigkeit mit Leben zu füllen. Ich freue mich ganz besonders, dass ihr beiden das Thema energetische Sanierung auch mit angesprochen habt. Also wo hat da wird Klimagerechtigkeit momentan am deutlichsten spürbar. Also hier ist der Konflikt da zwischen notwendigen energetischen Sanierungen, die klimapolitisch einfach geboten sind, und der konkreten Lebenswirklichkeit der Menschen. Also Menschen, die ihren Wohnraum verlieren, weil Wohnungen von großen Konzernen energetisch saniert werden und qua aktueller Gesetzgebung diese Sanierung aufgeschlagen werden dürfen auf den Mietraum. Und es trifft vor allen Dingen die Ärmsten, nämlich die Menschen, die sich im SGB-II-Bezug befinden, also entweder ALG-II bekommen oder Grundsicherung bekommen, weil die Höchstsätze für ihre Mieten haben. Oftmals sind diese Mieten aufgrund der Wohnsituation eh schon am Anschlag und erfahren dann nochmal diese Steigerung. Das heißt, was hier gemacht wird, ist nichts anderes als kalte Kündigung. Das Jobcenter sagt, wir übernehmen die Mieten dann nicht mehr und die Menschen verlieren diese Wohnungen. Das heißt, das setzt die Menschen in Konkurrenz, nämlich Konkurrenz zwischen ihrem berechtigten Interesse, einfach ein Obdach zu haben, zu den klimapolitischen Zielen, die man hat, die sie vielfach auch einsehen. Aber wir müssen politisch dahin kommen, das zu unterstützen, dass die Menschen vor Klimagerechtigkeit keine Angst haben, eben weil man wirklich klimagerecht arbeitet. Deswegen, das ist ein Herzensthema von mir. Wir hatten in Lübeck versucht, dort eine Beratungsstelle für die betroffenen Mieterinnen zu schaffen, gemeinsam mit einer Bürgerinitiative. Das ist leider abgelehnt worden, aber ich finde ganz wichtig, dass wir da auch immer am Ball bleiben.
Maximilian, bei dir läuft jetzt so ein bisschen der rote Faden des bisherigen Gesprächs zusammen. Denn du bist ja nicht nur als Fraktionsvorsitzender einer Kreistagsfraktion kommunalpolitisch unterwegs, sondern du kümmerst dich ja auch um die Bundespolitik, das aber nicht als Abgeordneter, sondern in der Bewegung Fridays for Future. Deshalb auch mal an dich die Frage, was ist denn in deinem Alltag Klimagerechtigkeit auf der Ebene, auf der du arbeitest? Ja, vielleicht sollte ich damit anfangen zu sagen, wir kriegen das in unserem System, in dem wir leben, nicht anders hin, als dass die Politik im weitesten Sinne die Rahmenbedingungen setzt für unsere Art, wie wir produzieren, für unsere Art, wie wir uns fortbewegen. Das heißt, wenn sich eine Regierung das Ziel setzt, wir möchten 50 Milliarden in Straßenausbau ballern, damit da Autos von Daimler, VW und BMW rüber heizen können, dann tut sie das. So, dann passiert das. Das heißt, wir müssen begreifen, dass wir vor allem auch Politik verändern müssen. Und da fängt es eben an, wo ich sage, da kommen Bewegungen und Bündnisse ins Spiel. Denn diese Rahmenbedingungen werden ja immer aus bestimmten gesellschaftlichen Stimmungen auch gegeben. Es kann ja keine Regierung explizit gegen die gesellschaftliche Stimmung handeln. Zumindest nicht, solange diese gesellschaftliche Stimmung sich bereit erklärt hat und eben formiert hat und gesagt hat, nee, eigentlich möchten wir das so gar nicht haben. Wir haben eigentlich eine eigene Idee davon, wie wir hier leben wollen. Da würde ich auch gerne nochmal das Bauernbeispiel aufgreifen, weil ich weiß einfach, wir sind ein Flächenkreis, wir haben viele Bäuerinnen und Bäuer, die gar keine Massentierhaltung haben möchten, die gar nicht die Felder vollballern möchten mit irgendeinem Dünger und so. Die gar nicht angewiesen sein möchten auf global ausbeuterische Systeme. Aber es gibt nun mal keinen Ausweg daraus. Und wenn, dann ist der, hat der einen kleinen Markt, weil die Supermärkte sagen, ja, sorry, aber das ist uns jetzt zu teuer. Dann kaufen wir halt erstmal nicht bei dir, warten, bis du pleite bist und kaufen dann dein Land auf. Das muss man, glaube ich, zusammendenken. Das heißt, wir müssen es schaffen, dass wir Klimagerechtigkeit nicht als eine individuelle Entscheidung sehen. Das ist keine moralische Höhe, auf der wir uns befinden, wenn da Leute dann mit dem Auto zur Arbeit fahren und die andere Person mit dem Fahrrad. Das ist eher eine Infrastruktur und eine Systemfrage, in der wir uns befinden. Es ist super wichtig, dass wir verstehen, dass unsere Handlungen zusammenhängen, dass wir uns in Dialog begeben und sagen, hey, du musst verstehen, unsere Mobilität, wie wir sie haben, sorgt gerade indirekt dafür, dass andere Leute nichts zu beißen haben, weil bei denen nichts mehr wächst. Bedeutet aber auch gleichzeitig, dass man den Leuten zugestehen muss, dass sie ihre eigenen ganz konkreten materiellen Ängste haben, aus denen sie nicht raus können. Denn der Bauer und der autofahrende Mensch, der autofahrende Pendler, der müsste seinen Job verlieren, damit er nicht mehr Teil dieses Systems ist, und dann ist es ja noch lange nicht weg. Das heißt, nach meinem Empfinden ist Klimagerechtigkeit sich wirklich intersektional, das heißt mit denjenigen, die es betrifft innerhalb dieser Systeme, die wir umbauen müssen, mit denen sich hinzusetzen und zu sagen, wie möchten wir unsere Gesellschaft gestalten? Möchten wir Tiere ausbeuten? Möchten wir unsere Böden ausbeuten? Möchten wir keinen Platz in den Städten haben, stickige Städte haben, weil die vollgezogen sind mit irgendwelchen Straßen, Parkplätzen und so weiter? Oder wie möchten wir das Ganze gestalten? Und da muss man eben ganz klar sagen, dass das zurzeit nicht möglich ist, liegt an Machtstrukturen des Kapitalismus. Also es kann ja ein kleiner Bauer, wie gesagt, sagen, was er möchte, oder eine Bäuerin, wenn dann ein großer Lidl-Konzern ist oder ein großer Aldi-Konzern, der schon weite Teile des Ackerlands in Deutschland besitzt, oder andere private riesige Konzerne, dann überwiegt das einfach momentan. Das heißt, da zu sagen, wir haben eine Macht, die wir aufbauen können, wenn wir uns zusammenschließen und erkennen, dass unsere Probleme, die wir haben, auch hier vor Ort, nur gelöst werden können, wenn wir uns, wie gesagt, zusammenschließen und auf eine gemeinschaftliche Gangart einigen.
dann können wir auch genug Druck auf eine Politik auslösen. Natürlich nutzt es was, wenn wir eine zum Beispiel sozialökologische Regierung nach der Wahl haben, aber auch auf die wird ja das Kapital einwirken. Auf die werden ja Presse und diverse Agendablätter werden ja einwirken auf diese Sache. Das haben wir bei Rot-Grün gesehen. Bertelsmann war die stärkste Opposition. Die haben Hartz IV durchgedrückt. Und Ähnliches kann passieren, wenn wir jetzt nicht begreifen, dass die größte außerparlamentarische Opposition von uns kommen muss. Also nicht aus irgendwelchen Instituten und Thinktanks, sondern wirklich aus den Kommunen, von vor Ort, von den Leuten, die bisher sich vielleicht auch noch gar nicht mit Klima beschäftigt haben, die aber dann verstehen, mein Thema hängt mit Klima zusammen. Okay, vielen Dank. Jetzt haben wir schon ganz viele Aspekte gestreift. Da jetzt ungefähr die Halbzeit ist, möchte ich wie angekündigt einmal zu den Fragen kommen. Ich würde die Fragen jetzt einfach mal vorlesen und wer dann dazu was sagen möchte, da wir bis jetzt keine Fragen haben, die konkret an jemanden gestellt sind, würde ich einfach schauen, wer dazu was sagen möchte, meldet sich dann dazu. Ja? Also ich lese mal die erste Frage vor. Ich mache das ohne Namen, weil ich ja nicht immer abfragen kann, ob das nun gewünscht ist. Die erste Frage, das ist ja auch schön gemacht, der Fragebutton ist direkt einen Millimeter neben dem Beenden-Button. Also ich werde jetzt mal versuchen. Da haben wir es. Die erste Frage. Klimawende bedeutet für mich auf jeden Fall auch mehr Dezentralität. Es soll nicht die alte Energiewirtschaft 1.1 die neuen Player der Energiewende werden, sondern es müssen mehr Menschen etwas vom Kuchen abbekommen. Warum bekomme ich nach der 20-jährigen Einspeisevergütung nur noch 2 bis 3 Cent für meine eingespeisten Kilowattstunden, die umweltfreundlich von meiner Dach-PV-Anlage produziert wird? Damit werden nicht einmal meine Unkosten gedeckt. Große Player wie Atomkraftwerke oder Kohlekraftwerke bekommen hingegen Subventionen oder Vergünstigungen. Wie ist Ihre Meinung dazu und wie möchten Sie das ändern? Hände hoch, wer dazu was sagen möchte. Gösta vielleicht? Ich kann ja anfangen, aber ich habe dazu ja vorhin in meinem Beitrag eigentlich schon was gesagt, dass für mich ist es eine Frage der Demokratie, wie wir diese Energiewende gestalten. Das heißt, dass die Erneuerbaren eigentlich etwas von unten waren. Das heißt, 1991 ist bei uns in Schleswig-Holstein losgegangen mit Bürgerenergie, mit der ersten Windkraftanlage oder den ersten Windkraftanlagen. Da ist auf Bundesebene ist das noch für vollkommen absurd, für Tagträumerei gehalten worden. Da haben die großen Energiekonzerne gesagt, wenn wir irgendwann mehr als 4% erneuerbare Energien im Stromnetz haben, dann wird in Deutschland das Licht ausgehen, dann wird das Stromnetz zusammenbrechen, weil mehr als 4%. Jetzt hatten wir im letzten Jahr fast 50% erneuerbare Energien und die Lampen brennen noch immer und die Laptops laufen noch immer. Und deswegen ist das eine massive Erfolgsgeschichte. Und natürlich gibt es jetzt RWE und E.ON und Vattenfall und so weiter und so fort. Die wollen da auch gerne jetzt mitspielen. Und diese Bundesregierung ist gerade dabei, die Energiewende an die großen Konzerne zu verscherbeln, um es überspitzt zu sagen. Und deswegen ist es eine Machtfrage. Deswegen ist es die Frage, wollen wir, dass wir sozusagen 1:1 das gleiche alte Energieregime auf die postfossile Zeit, also auf die Zeit übertragen, wenn wir nur noch Erneuerbare benutzen, oder wollen wir es nicht? Und Altmaier hat es ganz deutlich gesagt. Er hat gesagt, ich habe ihn dazu befragt im Wirtschaftsausschuss und er hat gesagt, wissen Sie, Herr Beutin, ich stelle mir vor, dass wir 1:1 das Energieregime, was wir heute haben, auf die Zeit danach übertragen, dass wir weiterhin 80% Energie importieren aus den anderen Staaten und dass sich eigentlich sonst nichts ändert. Und deswegen ist es eine ganz zentrale Frage, vor der wir stehen. Erhalten wir diesen demokratischen Charakter der Energiewende, der erneuerbaren Energien, der Energiewende der vielen Menschen sozusagen, oder lassen wir es zu, dass die Energiewende verscherbelt wird? Und das ist eine Frage, die stellt sich auch jetzt sehr klar bei der nächsten Bundestagswahl. Und deswegen finde ich, das ist eigentlich das Kernthema, ob das eine dezentrale demokratische Energiewende ist oder nicht. Und ob wir weiterhin den fossilen Konzernen Milliarden sozusagen jährlich geben,
leben oder ob wir sagen, wir wollen umsteuern, wir wollen nachhaltige und gute Arbeit fördern, wir wollen klimagerechte Arbeitsplätze fördern, wir wollen die sozial-ökologische Transformation vorantreiben und wir wollen die Industrie unterstützen, dass sie klimaneutral wird. Und die Frage müssen wir entscheiden. Und ich glaube, das, was Sophie vorhin angesprochen hat, das Urteil des Bundesverfassungsgerichts hat uns nochmal Rückenwind gegeben. Und eigentlich haben wir eine ganz gute Kampfposition, von der aus wir sozusagen gegen diese breite Lobby von Altmaier bis RWE und Laschet gegen angehen können. Noch jemand dazu? Sonst würde ich die nächste Frage dran nehmen. Maximilian? Ja, im Grunde genommen ist es auch da wichtig, dass wir einfach kommunal sozusagen denken, dass wir verstehen. Göster hat es auch schon in seinem Anfangsstatement, glaube ich, gesagt. Es ist eine ganz andere, oder ich glaube beim Thema, was Klimagerechtigkeit ist. Ich glaube, was ganz wichtig ist, ist dieser Bezug, den Bezug herzustellen. Also um das vielleicht auch die Frage zu beantworten, die Stromsteuer muss runter, die muss deutlich gesenkt werden natürlich. Es braucht einen Sockelbetrag sozusagen für private Haushalte. Das heißt, ein Strombetrag, der einfach so stattfindet und sozusagen zur Verfügung steht, wo dann auch keine Steuern drauf bezahlt werden müssen oder sonst was. Und dann müssen wir eben gucken, wie kommen wir dahin? Und da ist es ganz wichtig, dass wir dezentral denken. Das wird hier schon öfter auch gesagt, aber das ist aus dem Grund einfach wichtig, weil, naja, das bricht zum einen die Machtstrukturen auf, die wir zurzeit haben. Das Energieregime bricht es auf. Aber es, wie Göster eben auch schon gesagt hat, es ist auch einfach ein ganz anderes Gefühl. Es ist ja ein ganz anderes Gefühl zu wissen, ich bin jetzt nicht dafür zum einen indirekt verantwortlich oder ich werde nicht dafür verantwortlich gemacht, dass irgendwo Dörfer abgebaggert werden für Braunkohle. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein total positives Gefühl zu sehen, meine Stadt schafft es alleine, sich mit Strom zu versorgen, weil wir einfach das Potenzial, was so an erneuerbaren Energien rumschwirrt, ausnutzen. Das heißt, wir haben PV-Anlagen auf dem Dach, und so weiter und so fort. Wir haben in der Kommune, im Dorf haben wir unsere Windkrafträder. Da muss man dann auch deutlich sagen, momentan werden halt Milliarden in die Industrie gesteckt, weil Stromsteuer erlassen wird da, weil da gesagt wird, hier, wir helfen euch mal dabei. Eigentlich müsste der umgedrehte Weg funktionieren. Das heißt, eine Entlastung der privaten Haushalte und eine fairere Belastung der großen Konzerne, die sich auch in den letzten Jahrzehnten der Energiewende verwirrt haben. Jetzt haben wir die nächste Frage von Anna Kromm, die explizit erlaubt. Achso, möchtest du noch dazu, Sophie? Achso, nein. Ich bin bei. Nein, alles gut. Okay, gut. Die nächste Frage von Anna Kropp, die netterweise dazu geschrieben hat, dass man ihren Namen nennen darf. Deswegen tue ich das jetzt auch mal. Und zwar ist die Frage, dass sie dieser Tage gelesen hat, dass Buschbiomasse aus Namibia verwendet werden soll zur Realisierung des Hamburger Kohleausstieges. Und vielleicht eine nicht ganz unberechtigte Frage, wenn man diesen Sachverhalt zunächst mal so sieht in der Presse. Was ist denn daran klimaneutral oder gerecht in diesem Fall? Schieß einfach mal los, Christa. Naja, ein Gutachten ist erstaunlicherweise jetzt zum Ergebnis gekommen, dass das nicht besonders klimagerecht sozusagen ist. Da waren dann alle ganz groß überrascht, hätte man ja nicht vorher ahnen können. Genau, das ist eigentlich der Kern dessen, was ich eben beschrieben habe. Das heißt, machen wir auf Teufel komm raus sozusagen Deutschland klimaneutral auf dem Rücken des globalen Südens. Das ist das, was Altmaier, das Wirtschaftsministerium, der Staatssekretär Thomas Bareis und andere gerade vorhaben. Das heißt, wir wählen mit den teuren Euroscheinen und kaufen uns sozusagen teuer die Klimaneutralität. Das bedeutet aber, es geht zulasten der Staaten des globalen Südens, nicht nur zulasten von Namibia, sondern aller möglichen anderen Staaten, wo wir uns die grüne Energie sozusagen einkaufen. Da kann ich euch sehr empfehlen, es gab gestern was, glaube ich, gab es im Monitor und Monitor hat berichtet über
Wasserstoff, über den vermeintlich grünen Wasserstoff und den großen Hype, den es darum gibt. Und genau Monitor hat genau das, was ich ganz gerne bezeichne, als eine Form des Neokolonialismus beschrieben. Denn wenn wir uns sozusagen aus dem Ausland massig Wasserstoff kaufen, um den dann in den Verkehrsbereich reinzubringen, um damit die Heizkraftwerke zu betreiben und so weiter und so fort, bedeutet es, sehen natürlich die Euros und nehmen das ganz gerne und bringen uns auch aus dem globalen Süden, bringen uns aus Australien oder wo auch immer, bringen sie uns dann den Wasserstoff. Aber dann bleibt die Energiewende eben in anderen Staaten auf der Strecke. Dann werden dort die Strukturen damit kaputt gemacht. Und deswegen müssen wir sagen, wir dürfen keine Energiewende zulassen. Jetzt, wie am Beispiel auch Moorburgs und Hamburg gezeigt, wir dürfen keine Energiewende zulassen, die Strukturen in anderen Staaten kaputt macht, dann es hilft uns nichts, wenn wir klimaneutral sind, aber der Rest der Welt damit auf der Strecke bleibt, sondern Klimagerechtigkeit bedeutet, wir schaffen das nur insgesamt als Menschheit oder wir werden daran scheitern. Und das Scheitern dürfen wir uns nicht erlauben. Mhm. Noch jemand dazu, der noch was antworten möchte? Sonst würde ich erstmal zu der letzten Frage gehen, die da noch ist. Die schließt sich ein bisschen an die erste, nämlich unter anderem, ja, Sophie? Ich würde gerne die Frage zur Gemeinwohlökonomie beantworten. Ja. Weil da habe ich mich ganz doll gefreut, weil ich das Buch nämlich gerade auf meinem Schreibtisch liegen habe. Und ich glaube, dass wir jetzt gerade, also auch wenn es um Klimagerechtigkeit geht, ist dieses Thema Gemeinwohlökonomie ein total tolles Thema, um jetzt auch mal einfach eine positive Vision aufzuzeigen. Also wir haben mit der Corona-Krise haben wir große Teile der Wirtschaft tatsächlich komplett ausgeschaltet. Und ich glaube, dass das eine große Chance ist, eigentlich jetzt den Neustart zu machen und zu sagen, gut, wir brauchen einfach das ist ja heute schon tatsächlich oft gefallen, um Klimagerechtigkeit herzustellen, eine gesellschaftliche Transformation hin zu einer Postwachstumsbewegung. Und ich finde diese Postwachstumsbewegung, das finde ich ganz wichtig, das funktioniert eigentlich nur, wenn wir das Ziel des Wirtschaftens tatsächlich ändern. Und wenn das Ziel des Wirtschaftens nämlich nur ist, dass der Finanzgewinn immer weiter steigt, dann funktioniert das eben nicht. Und dann sehen wir eben auch, dass wir immer größere Ungerechtigkeiten produzieren. Weil wenn die einen immer mehr haben wollen, ist an irgendeiner anderen Stelle tatsächlich immer weniger. Und deswegen finde ich es ganz wichtig, dass wir uns diese Vision, das ist ja tatsächlich erstmal eine Vision, faktisch wird das so nicht gelebt. Und damit das gelebt werden kann, muss sich tatsächlich unsere Gesellschaft grundlegend ändern und tatsächlich, ja, da kommt jetzt die Kapitalismuskritik tatsächlich weg von dieser, von immer größerer Vergrößerung von Kapital hin zu einer Vergrößerung von Gemeinwohl. Das heißt, die Wirtschaft braucht eigentlich ein neues Ziel. Es kann eben nicht das Ziel sein, immer mehr Geld, sondern es muss das Ziel sein, immer mehr Gemeinwohl. Und da kommt dann die Umwelt wieder ins Spiel. Was machen die Unternehmen eigentlich? Oder wie hoch ist der Gewinn tatsächlich fürs Gemeinwohl? Wie sind die Arbeitsbedingungen? Wie demokratisch sind Unternehmen aufgebaut? Und jetzt das Wichtige, wie umweltgerecht verhalten sie sich? Was machen sie mit ihren Erträgen? Was produzieren sie eigentlich? Und das ist jetzt, das knüpft daran sehr, sehr gut an das, was Göster eben auch gesagt hat. Wenn wir Unternehmen tatsächlich belohnen dafür, dass sie das Gemeinwohl, den Ertrag für das Gemeinwohl erhöhen und eben nicht einfach nur ihren Finanzgewinn, wenn es eine Transformation in diese Richtung gibt, dann glaube ich, ist das auch ein großer Schritt hin zu mehr Klimagerechtigkeit. Deswegen halte ich dieses Prinzip der Gemeinwohlökonomie für sehr wichtig und es finde eine Vision, die wir uns in nächster Zeit ganz genau anschauen müssen und genau schauen müssen, wie können wir die Gesellschaft umbauen hin zu mehr Gemeinwohlökonomie. Ja, genau die Frage wollte ich auch dran nehmen. Aber Sophie hat sie jetzt sehr schön vorgestellt. Ich glaube, Sophie hat das umfassend beantwortet zur Gemeinwohlökonomie. Ich habe jetzt aber nochmal einen Nachhaker zum ersten Teil ganz am Anfang. Und zwar geht es da um das Thema Elektromobilität. Ich fasse die Frage mal ein bisschen weiter, auch wenn sie explizit auf Ladesäulen gefasst ist. Aber wie kann man eigentlich verhindern, dass Konzerne jetzt von Greenwashing profitieren? Das heißt, dass sie sich einen klimapolitischen Anstrich geben, aber die Akteure letzten Endes in der Energiepolitik, in der Wohnungsbaupolitik dieselben bleiben. Wie möchte die Linke dagegen steuern? Dass wir nämlich, Göster nannte das vorhin schon mal, die Energiewende nicht verscherbeln an die Konzerne. Maximilian hat so lange nichts gesagt. Den nehme ich jetzt mal dran. Wir reden jetzt über E-Mobilität, richtig? Oder ja? Ich kann dich gerade nicht hören.
E-Mobilität als ein Beispiel dafür, wie man verhindern kann, dass Konzerne profitieren. Also unter Stichwort Greenwashing, Verscherbeln der Energiewende, also dass die Akteure dieselben bleiben und sich dadurch nichts ändert an den grundlegenden Prinzipien. Wie will die Linke das ändern? Auch da müssen wir wirklich, glaube ich, von unten her denken. Also es hat einfach keine Vorteile, wenn ich nehme jetzt dieses Autobeispiel, weil es, finde ich, sehr, sehr plastisch ist, weil jegliche Mobilität, so jegliche Struktur, mit der wir von A nach B kommen, ist auf Autos ausgelegt. Dann darf da manchmal irgendwo auch mal ein Bus fahren und manchmal irgendwo ist dazwischen auch mal eine Schiene. Und manchmal hat man irgendwo Fahrradständer. Aber wenn man sich umguckt, absolut alles ist auf Autos ausgelegt. Das geht natürlich darum, weil der Umsatz damit viel größer ist. Das kann man natürlich viel mehr verkaufen. Und dann kann man ja auch nicht mehr sagen, wenn man davon Abstand nehmen würde, dass jeder auf dem Dorf zum Beispiel nicht ein Auto, sondern eigentlich zwei oder drei, sprich pro Familienmitglied ein Auto besitzen kann. Wenn das nicht mehr wäre, das wäre ja hochgradig doof für so Konzerne. Ne? Auf der anderen Seite haben diese drei Autos eigentlich gar keinen Mehrwert für die Leute. Das heißt, eigentlich sind die nur Mittel zum Zweck zu sagen, ich möchte auch mal zum Einkaufen kommen, ich möchte zum Arzt kommen, ich möchte zu meiner Arbeitsstelle kommen und so weiter und so fort. Das heißt, wenn wir das ein bisschen, diese Frage von Mobilität, von Energie, wenn wir die aus so einer Draufsicht, also es wird oft, finde ich, diskutiert aus so einer Sicht, die auf das Gesamte drauf guckt und sagt, ja, aber da gibt das ja wichtig, dass Leute Auto fahren, weil auf dem Dorf gibt es ja keine andere Infrastruktur. Das stimmt alles, aber der eigentliche Sinn, warum Leute sich da ein Auto kaufen, ist ja, um von A nach B zu kommen. Das heißt, wenn wir das aufbrechen wollen, müssen wir, glaube ich, wirklich uns fragen, wie möchten wir leben? Und ich wiederhole mich da, wie möchten wir leben und wie kommen wir zu diesen Zielen, ohne dabei uns selbst die Lebensgrundlagen zu nehmen? Und da haben wir, glaube ich, als Linke auch die Verantwortung, einen mutigen Aufbruch, einen Aufbruch in eine andere Gesellschaft zu skizzieren, ohne dabei in irgendwelche komischen Nostalgien zu verfallen, sondern zu sagen, wir haben krasse Technologien, wir haben krasse Innovationen, wir sind im Grunde genommen die Partei der Technologieoffenheit, weil wir sagen, wir müssen konsequent PV-Anlagen aufbauen, wir müssen konsequent Busse und mit erneuerbaren Energien und auch autonom, wenn es denn sicher ist und so weiter und so fort, die müssen wir in die Dörfer schicken, sodass da wirklich regelmäßig auch was fahren kann, sodass man dann nicht nur alle vier Stunden was hat und eigentlich auch gar nicht mehr nach der Arbeit nach Hause kommt. Um ein konkretes Beispiel zu nennen, ich habe auch eine Ausbildung gemacht bei einem Fotofachhandel. Mein ehemaliger Chef, der wohnt in Schwabe, leben so ungefähr Pi mal Daumen vier Leute, vielleicht ein paar mehr, aber der sagt, wenn ich abends nach Hause kommen will, so dann fährt der letzte Bus, bevor mein Laden schließt. Das funktioniert ja gar nicht. So, was soll ich denn da? Das klappt nicht. Das heißt, ich glaube, wenn wir das so diese Macht der Konzerne da rauslösen möchten, müssen wir uns auch auf die Diskussion einlassen. Was wollen wir eigentlich? Also wollen wir wirklich dieses, ist das überhaupt Freiheit für mich, wenn ich mich in ein Auto zwängen muss? Oder ist es eher Freiheit, wenn ich eine ruhigere Umgebung habe, wenn ich keine Zehntausenden Lungenkrebstoten habe jedes Jahr und so weiter und so fort. Das heißt, ich glaube, wenn wir diese Denke aus dem von den Konzernen lösen wollen, dann müssen wir wirklich uns auf eine emotional ehrliche Debatte mit Leuten einlassen, die es dann tatsächlich ja, die dann in dem neuen System leben sollen. Also ja, die auch zur Mitgestalt des Ganzen anregen. Jetzt zuckte vorhin Gösters Finger kurz in die Höhe. Möchtest du dann noch kurz was zu erläutern? Ich kann einfach nur sagen, als jemand, der ursprünglich mal vom Dorf wegkommt, war es für mich tatsächlich Freiheit, mit 18 ein Auto zu haben und dann dort wegzukommen.
und zwar regelmäßig auch wegzukommen und wenn ich wollte wegzukommen, weil da ansonsten außer dem Schulbus einfach nichts gefahren ist und dann abends du höchstens mit Fahrgemeinschaft in die nächste Dorfdisco gekommen bist, aber nicht die Chance hattest dann nach Hamburg zu kommen, Große Freiheit 36 oder Kaiserkeller oder was auch immer, das wird den einen oder anderen hier was sagen. Das heißt, Auto war Freiheit in diesem Moment. Und Auto ist noch immer Freiheit für viele Menschen, die auf dem Land wohnen, weil eben die Infrastruktur genauso beschissen ist, wie sie ist bei uns in Deutschland. Und in der Schweiz muss man sagen, da gibt es den Schweiztag, da ist jeder Ort irgendwie über 100 Einwohnerinnen angeschlossen an den ÖPNV. Die sind auch noch immer nicht autofrei oder so. Aber dort gibt es immerhin die Chance. Aber die haben 1987 damit angefangen. Das heißt, es ist eine Herkulesaufgabe, die vor uns liegt. Es ist eine Investition in die Zukunft, ohne Frage. Aber das wird einige Jahre brauchen. Und deswegen müssen wir schon auch als Linke eine Antwort darauf geben, was machen wir denn so lange? Und für mich ist die Antwort dann ganz klar, dass natürlich Elektromobilität mit vernünftigen Bedingungen eine Übergangsform, sozusagen eine Übergangstechnologie sein kann. Und dann muss man bestimmte Standards haben. Und das ist in der Frage ja auch angesprochen. Das heißt, da braucht man eine einheitliche Ladestruktur. Dann braucht man eine Preisaufsicht, eine Preiskontrolle. Also ich meine, ich weiß, es gibt mittlerweile Ladesäulen, da kostet irgendwie das 76 Cent pro Kilowattstunde, da zahlt man sich dumm und dusselig und ist teurer als ein Benziner zu fahren dann mit E-Mobilität. Das heißt, es braucht eine Preiskontrolle. Es braucht aus meiner Sicht ganz klar auch Vorgaben für ein Downsizing. Also ich brauche keine 700 oder 900 PS Boliden, sondern wir brauchen vor allem Elektromobilität für den täglichen Weg zur Arbeit, für diese Strecken sozusagen, um das zu ermöglichen. Um das Pendeln zu ermöglichen auf dem Dorf. Man muss Vorgaben haben, was das Recycling angeht, was die Produktion der E-Autos angeht mit erneuerbaren Energien. Man muss sich anschauen, wo kommen die Rohstoffe her? Werden sie mit Ausbeutung oder werden sie mit Arbeit gemacht, die den Standards der International Labour Organization beispielsweise angehören, produziert? Das heißt, all das sind Punkte, wo der Staat unbedingt eingreifen muss und eingreifen kann. Und das, finde ich, ist auch ein Grad an Freiheit, dass es wirklich verbindliche Regelungen und transparente Regelungen auch gibt. Und klar ist, wir brauchen eine Infrastruktur, die autofrei ist, soweit es geht. Wir brauchen die Alternativen, aber solange wir die nicht haben, müssen wir wirklich staatlich regieren, diese Sachen, damit die Konzerne sich nicht dumm und dusselig verdienen und uns nicht den letzten Schwachsinn auf die Straße stellen. Angesichts der schon etwas fortgeschrittenen Zeit würde ich jetzt noch mal eine letzte Frage dran nehmen und dann um die Beantwortung bitten, bevor wir dann zur Endrunde quasi kommen. Die Frage ist folgende. Sekunde. Appellieren an den Konsumenten wird nicht reichen. Welche ordnungspolitischen Maßnahmen wären denkbar? Und wie machen wir den konsumverwöhnten Industriestaatlern klar, dass Klimagerechtigkeit auch Verzicht bedeuten muss? Beziehungsweise muss es das bedeuten? Maximilian. Ich glaube, also man muss sich auch fragen, wer auf was verzichten müsste. Wenn wir sagen, wir möchten weg vom Individualverkehr, und das ist wichtig, weil wir, wenn wir sagen, jeder soll in Anführungsstrichen klimaneutrales Auto vor der Tür stehen haben und dann drei, wir ersetzen einfach jedes, das einen Verbrennermotor hat, mit zum Beispiel E-Motor, dann wird das ja auch Produktionskosten haben. Gut, dann können wir unsere Produktion umstellen und sagen, wir machen das auch klimaneutral, aber das ist ja ein ganzer Rattenschwanz. Das heißt, wenn wir sagen zum Beispiel, wir möchten weg vom Individualverkehr hin zu einer gemeinschaftlicheren Art, uns fortzubewegen, dann würde ich das jetzt erstmal per se nicht als Verzicht definieren. Wenn wir davon reden, dass Reiche sich nicht die 40. Yacht in den Hafen stellen können, oder wahrscheinlich nur noch eine im Hafen stehen haben werden, dann würde ich sagen, ja, da könnten wir von Verzicht reden. Was, glaube ich, wichtig ist, ist zu betonen, wir reden nicht darüber, dass wir, also zumindest aus meiner Sicht nicht als Linke, dass wir Leuten persönlich die Schuld zuschieben, weil das geht nicht. Wir sind in einem so großen und komplexen System, das sich über so eine lange Zeit
geformt hat. All das um uns herum gab es schon im Grunde genommen, bevor wir, als wir geboren wurden. Das Krankenhaus wird schon genauso mit dem gleichen Strom, Kohlestrom betrieben, wie es jetzt auch der Fall ist. Und das ist, das sickert ja rein. Also jede Struktur, die wir haben, ist irgendwo von fossiler Energie betrieben. Also von Kohle, von Öl, von was auch immer. Das heißt, die Frage ist nicht unbedingt, wird es großen Verzicht geben, sondern wie wird das Zusammenleben dann aussehen, wenn wir unsere Wirtschaft umgebaut haben, wenn wir damit auch unsere Infrastruktur umgebaut haben. Das heißt, statt zwischen allen Häusern eine zweispurige oder vierspurige Straße zu haben, vielleicht haben wir dann Begegnungsviertel, Parks zwischen unseren Häusern. Also da sehe ich nicht, dass es auf den Verzicht hinausläuft, sondern eher auf den Lebensqualitätsgewinn, wenn wir eben auch, wie es Sophie gesagt hat, Gemeinwohlökonomie ein bisschen mehr verinnerlichen und sagen, wir könnten wirtschaften, um uns einfach ein schönes Leben zu bereiten. Und ich glaube, das sollte der Ansatz sein, wenn wir über Klimagerechtigkeit reden, nicht über individuellen Verzicht, sondern über, wie können wir unsere Systeme anpassen, unsere Umwelt anpassen, sodass wir eben gut zusammen leben können. Und auch da wichtig, dass wir verstehen, dass unser Konsum Einfluss auf unsere Umwelt hat, dass der gewisse Sachen begünstigt. Wir brauchen einen Weg weg von dieser Wegwerfkultur. Das heißt, dass wir immer neue Produkte, weil sie sich nicht reparieren lassen, kaufen müssen und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, ich würde es nicht als Verzicht bezeichnen, sondern unbedingt sagen, dass wir aushandeln müssen, wie wir besser zusammenleben können. Jetzt wurde ich von der Fragestellerin gebeten, einmal nachzuhaken, weil es ja nicht nur konkret um Verkehrspolitik oder das Statussymbol Automobil geht. Wie sieht es denn ganz konkret aus mit Textilindustrie zum Beispiel? Also mit dem, was wir als klassisches Alltagskonsumgut haben im Gegensatz zum Auto. Göster wollte sich melden, vielleicht sagt Göster da was zu. Wie sieht Linke da einen Konflikt? Wie will man da Verzicht durchsetzen und den Menschen schmackhaft machen? Ich finde das immer so schwer mit Verzicht. Also es geht doch um Produkte, die fair hergestellt werden, wo man die Lieferketten nachvollziehen kann, die nachhaltig und biologisch produziert werden. Und das bedeutet schon, dass sie vielleicht ein bisschen teurer sind, vielleicht dann auch hochwertiger. Und dass man dann auch bewusster sozusagen konsumiert. Aber ich will euch da eine kleine Geschichte erzählen, die für mich eigentlich ganz erhellend war. 2004 saßen bei den Vorstandsetagen von British Petrol BP die Manager zusammen mit ihren Thinktanks und haben überlegt, BP steht ja gerade so als fossiler Konzern, so Stichwort Umweltkatastrophen, Verschmutzung der Meere und so ganz schön unter Beschuss am BP. Was können wir denn da tun? Und eine der Marketingunternehmen, die BP engagiert hatte 2004, die hatte eine geniale Idee, die sie dann mit zig Millionen gefördert hatten. Die hatten die Idee des ökologischen Fußabdrucks. Der ökologische Fußabdruck ist sozusagen eine Erfindung, die BP populär gemacht hat. Und es ging darum, die Verantwortung von BP und von den Konzernen für den Klimawandel und für Umweltzerstörung wegzulenken und aufs Individuum umzulenken. Dass man sozusagen sagt, mit einem ökologischen Fußabdruck, guck mal, was du für einen ökologischen Fußabdruck hast. Du musst aber jetzt mal anders einkaufen, du musst nachhaltiger einkaufen, du musst ökologischer einkaufen. Aber mit BP oder mit RWE oder so hat das Ganze nichts mehr zu tun. Und genau das ist der Fehler. Wir brauchen halt Regeln, die für alle gleichermaßen gelten. Wir dürfen nicht auf diese neoliberalen Tricks sozusagen reinfallen. Natürlich ist es gut, wenn ich mir das irgendwie leisten kann, dass ich in den Biomarkt gehe. Aber vor allem geht es um die großen Stellschrauben, die wir da stellen müssen. Deswegen brauchen wir endlich ein Lieferkettengesetz, was das auch im Textilbereich nachvollziehbar macht. Wir müssen die
die Sweatshops sozusagen dicht machen und für die Leute im globalen Süden vernünftige Arbeit ermöglichen, einen vernünftigen Transfer auch von Technologien in diese Staaten ermöglichen. Das heißt, wir müssen wirklich das große Rad da drehen an dieser Stelle. Und es hilft einfach nichts, wenn wir nur unseren Konsum umstellen, sondern wir müssen diese gesamte Gesellschaft verändern. Und darunter dürfen wir das nicht machen. Okay, vielen Dank. Angesichts der fortgeschrittenen Zeit würde ich langsam schauen, Maximilian wedet nochmal mit dem Finger. Einmal, aber dann noch ganz kurz. Zwei Sätze. Was, glaube ich, so heimtückisch ist an diesem Narrativ, dass gesagt wird, der Konsument hat die Hauptverantwortung für das, was passiert, ist, dass gesagt wird, der Markt spiegelt eine Demokratie wider. Das stimmt ja nicht. Also es stimmt ja überhaupt nicht. In der Demokratie haben alle gleich viele Stimmen. Auf dem Markt sehen wir eigentlich jedes Jahr, je nachdem, welchen sozialen Kanälen man folgt, auch jeden Tag, dass die Vermögensverteilung, das heißt das Kapital, das ausgegeben werden kann, völlig ungleich verteilt ist. Und das sollen angeblich die Stimmen sein, die wir haben. Und wenn nun aber ein riesiger Teil der Welt gar keine Stimme hat in dieser Demokratie, dann kann auch der Einfluss auf so ein System nicht groß sein. Das heißt, schon allein aus dieser Logik kann der Markt das am Ende und der Konsument das am Ende nicht alleine richten. Okay, vielen Dank. Wenn noch Fragen im Nachklapp sind, die können gerne in der Veranstaltung auf Facebook gestellt werden. Ich denke, dann werden wir uns sicherlich noch mal Mühe geben, die auch entsprechend, wenn auch nur kurz, zu beantworten. Ich hatte damit eingestiegen, dass ich Sophie und Göster gratuliert habe dazu, dass sie als Direktkandidierende gewählt wurden in ihren jeweiligen Wahlkreisen. Worüber wir heute noch nicht gesprochen haben, ist, dass ihr drei euch alle drei um einen Listenplatz auf der Landesliste der Linken Schleswig-Holstein zur kommenden Bundestagswahl bewerbt. Das ist also die Liste, für die, die das nicht wissen, der Menschen, die dann wirklich eine reelle Chance haben auf den Einzug in den Bundestag. Wir beginnen mal mit Sophie. Sophie, wenn du denn in den Bundestag einziehst, was wäre denn ein konkretes Projekt, was du gerne umsetzen möchtest aus dem Themenfeld Klimagerechtigkeit? Nehmen wir mal an, du hättest die entsprechende Mehrheit dazu. Ja, genau. Ich glaube, das, was ich eingangs schon gesagt habe, mein Herz schlägt ja für das Thema Ernährung und auch für die Reduktion von Lebensmittelabfällen. Und ich glaube, was ich zuallererst machen würde, wäre, ich würde ein Gesetz fordern, dass das verbietet, dass Lebensmittel weggeschmissen werden können. Und tatsächlich die Menschen, die Lebensmittel retten, also ob das jetzt die Menschen sind, die bei Foodsharing unterwegs sind oder die Containern, die werden im Moment tatsächlich zum Teil radikalisiert oder gesetzlich verfolgt. Und das finde ich, das muss auch aufhören. Es braucht da Rechtssicherheit in diesem ganzen Feld des Lebensmittelrettens. Das wäre auf jeden Fall, was mir sehr am Herzen liegt. Und ich finde auch, dass das etwas mit Gerechtigkeit zu tun hat, nämlich mit Verteilungsgerechtigkeit. Und wenn man das global sieht, es gibt auf der Welt sehr viele Menschen, die ein Überangebot haben und wo sehr viel Ressourcenverschwendung passiert. Und dann gibt es global gesehen auf der Welt Gebiete, in denen genau das Gegenteil der Fall ist. Und das ist natürlich auch wieder ein Gerechtigkeitsthema, dem müssen wir uns stellen. Und da müssen wir sagen, dieses Überangebot, diese Ressourcenverschwendung, die darf nicht weitergehen. Und deswegen würde ich in meinem Wahlkampf gerade das Thema Ressourcenverschwendung auf jeden Fall zu einem machen, was mir ganz, ganz wichtig ist und dem ich mich auf jeden Fall hingeben möchte. Ja, das ist auch das, was ich sagen möchte. Okay, vielen Dank, Sophie. Maximilian, an dich dieselbe Frage. Wenn du denn dann in diesen wunderschönen Reichstag einziehst, was würdest du ändern wollen aus dem Themenfeld Klimagerechtigkeit? Mit der Bewegung im Rücken natürlich. Das ist eine super gute Frage. Ich glaube, das Wichtigste ist, ich finde Stromautonomie, ich finde Energieautonomie der Kommunen einfach, das ist, glaube ich, genial. Also wenn wir es dahin bekommen, dass wir die Energiewende dezentral und bürgerinnennah sozusagen machen. Das heißt, im Grunde genommen besitzt dann jede und jeder seinen eigenen Strom und seine eigene Energie und hat ein Grundrecht darauf im Grunde genommen. Ich glaube, damit hätten wir einen riesigen transformatorischen Weg eingeschlagen, weil wir damit die Energiekonzerne wie RWE einfach entmachten würden. Also das wäre, glaube ich, für mich das Spannendste. Und was auch noch wichtig ist, der Strom würde sehr schnell sehr viel günstiger werden. Er wäre irgendwann im Grunde genommen kostenlos, weil wir
erneuerbare Energien. Wenn du da einmal das aufgebaut hast, dann musst du es warten, dann musst du es vielleicht reparieren, aber du musst keine Dörfer mehr abbaggern oder so, sondern hast es aufgebaut und hast erstmal deine Infrastruktur, die funktioniert. Das heißt, das wäre, glaube ich, das Wichtigste. Und weil Sophie das mit dem Wahlkampf schon verbunden hat, ich glaube, wir müssen wirklich rausarbeiten, an welchen Punkten haben wir vor Ort, das heißt in unserem Leben ganz persönlich, Vorteile davon, wenn wir Klimagerechtigkeit leben wollen, wenn wir das aufnehmen. Denn Klimagerechtigkeit ist ja im Grunde genommen nichts anderes als ein großes Infrastrukturprojekt, das Jobs schaffen wird, sehr gut bezahlte Jobs schaffen wird, dass die Wirtschaft demokratisieren wird, dass auch finanzielle Vorteile für den allergrößten Teil der Bevölkerung liefern wird. Und ich glaube, wenn wir das rüberbringen können und das dann auch in einer möglichen Regierungskoalition oder was auch immer im Bundestag einbringen können, ich glaube, das ist das Wichtigste. Und ich glaube, dann begeistern wir auch Leute dafür und können auch einen Aufbruchsmoment schaffen. Okay, vielen Dank, Maximilian. Gösta, du bist ja nun schon bereits im Bundestag, deswegen stelle ich dir mal eine andere Frage. Und zwar folgende: Nun ziehen sowohl die Grünen als auch die Linken mit diesem Begriff der Klimagerechtigkeit in diesen Bundestagswahlkampf. Was würdest du denn den Menschen antworten, wenn sie dich fragen, worin unterscheidet sich die Linke denn von den Grünen? Ich will einfach da mal zwei ganz zentrale Punkte, die, glaube ich, nur die Linke so in diesem Bundestag einbringen kann, nennen. Das erste ist sehr zentral für mich die Frage der Lobbypolitik. Die Linke ist die einzige Partei, die keine Großspenden nimmt, keine Spenden von Konzernen nimmt. Und aus meiner Sicht kann man nur glaubwürdig eine Energiewende machen und eine Verkehrswende machen, wenn man sich nicht gleichzeitig bezahlen lässt von den Großkonzernen, wenn man nicht gleichzeitig seine Parteitage sponsern lässt von der Plastikindustrie und von anderen, sondern wenn man tatsächlich sich bezahlen lässt von seinen Mitgliedern, von den Mitgliedsbeiträgen, von Mandatsträgerabgaben, wie es die Linke macht. Das heißt, das ist das absolute Alleinstellungsmerkmal. Ich glaube, nur so kann glaubwürdige Politik funktionieren. Und ich würde mich sehr freuen, und ich bin da auch dran, Überzeugungsarbeit zu leisten bei Kolleginnen von den Grünen und bei der SPD, wenn auch die Grünen und die SPD auf diesen Pfad einschwenken und sagen, okay, wir hören damit auf, wir lassen uns nicht mehr von Konzernen bezahlen, weil wir eine glaubwürdige Politik in diesen Feldern machen wollen. Ich glaube, das ist ganz zentral, weil man kann nur diese Lobbypolitik im Bundestag zurückdrängen, wenn man selbst die Machtfrage stellt, wenn man selbst nicht käuflich ist. Und das ist das ganz zentrale Kriterium, warum ich glaube, dass linke Politik da ein Stück weit mehr Glaubwürdigkeit hat. Und der zweite zentrale Punkt für mich, neben dem Umstand, dass die Linke die einzige Partei ist, die eben klar und deutlich macht, dass sie nicht käuflich ist. Der zweite zentrale Punkt ist, wir stellen eben die Systemfrage. Und das ist das zentral nicht da, sondern da, genau. System change, not climate change. Ich glaube, das ist die zentrale Frage, die nur die Linke beantwortet momentan. Weil wir sagen, mit dem ewigen Prinzip des Profits, mit dem ewigen Prinzip, dass man sozusagen nur auf kurzfristige Profite schaut, nur darauf schaut, dass alles verwertbar sein muss, wird es nicht funktionieren. Sondern es wird nur funktionieren, wenn wir für soziale Gerechtigkeit sorgen, innerhalb der Gesellschaft und auch global für Gerechtigkeit sorgen. Und das wird nur passieren, wenn wir den Mut haben, uns mit den Konzernen anzulegen. Da schließt sich letztlich der Kreis zur ersten Frage. Das heißt, erstens, ich muss die Kraft haben, mich mit den Konzernen anzulegen. Und Grundvoraussetzung dafür, mich mit den Konzernen anzulegen, ist, dass ich ihr Geld nicht mehr nehme. Und das ist, glaube ich, das ganz Zentrale, um eine Verkehrswende, eine Energiewende, eine Agrarwende zu machen und das zu verknüpfen mit einer solidarischen Gesellschaft. Und deswegen ist meine These, die Linke ist eben die Partei, die glaubwürdig für Klimagerechtigkeit einsteht, die glaubwürdig für System Change und Climate Change eintritt. Und ich glaube, dass wir diesen Aspekt des Systemwandels, des sozialökologischen Umbaus, dass wir den als Linke viel, viel stärker machen müssen und deutlich machen müssen, Klimaschutz geht nur sozial gerecht.
Okay, vielen, vielen Dank, dass ihr drei da wart. Wir haben gemerkt, Klimagerechtigkeit ist ein schwieriges und vielschichtiges Thema, das jeden Einzelnen betrifft, das jeden Einzelnen in der Stadt, im Bund, im Land betrifft, das aber auch international eine hohe Bedeutung hat. Wir sind sicherlich noch nicht am Ende eines Diskussionsprozesses, weder innerhalb der Linken noch erst recht nicht in der Gesellschaft. Es ist ein weiter Weg bis zu dem, was Köster hinter sich stehen hat, nämlich bis zum System Change. Und wir werden als Linke immer wieder die Aufgabe haben, und ich denke, das wird auch die zentrale Aufgabe in diesem nächsten Parlament, zu erklären, warum der Systemwandel notwendig ist aus linker Sicht und warum es nur damit geht. Jetzt möchte Göster mir wieder ins Wort fallen bei der Verabschiedung. Das hat ja schon fast Tradition. Deshalb gebe ich ihm jetzt nein, noch mal. Nein. Ich wollte nur auf System Change, not Climate Change hinweisen. Mehr nicht. Okay, dann danke ich euch allen, dass ihr Zeit hattet. Ich möchte nicht vermissen, euch viel Glück zu wünschen. Wir sehen uns ja am 9.5. wieder, nämlich dann bei der Vertreterinnenversammlung, die ich moderieren darf. Das heißt, da schalten wir uns einander auch wieder zu. Ich möchte mich vor allen Dingen auch bei meinem Kollegen Nikolaus Jering bedanken, der im Hintergrund wie immer super die Technik gemacht hat. Wir werden das ganze Thema weiter diskutieren. Auf Facebook findet ihr dazu auch regelmäßig Informationen. Im Wahlprogramm der Linken findet ihr dazu auch ausführliche Informationen. Mir bleibt jetzt nur einen schönen Abend zu wünschen. Bleibt uns gewogen und vor allen Dingen bleibt gesund. Einen schönen Abend noch.